Achtung. Niggers. Das englische Wort für Nervensägen. Oh. Ja, Leute, und in diesem Sinne, willkommen zurück zur nächsten Folge. Ey, aber da kommen jetzt bald neue Folgen, ne, mit Donald Trump und so. Oh Gott, ey, wo ist es? Ich hab die mir die gar nicht angeguckt. Ist es mit Garrison, wo der kandidiert oder was? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich hab nur die Vorschau gesehen, komm bald. Staffel 20 schon oder was? Oh Mann. Hatten es gerade von South Park. Walking Dead läuft halt am Dauern, ne? South Park schon nice, ey. Ich würde gern lösen, Nickes, Alter. Niggas. Junge, was für ein Typ einfach. Randy Marsh. Oh, was? Junge, Alter. Ich hab nach vorne gedrückt, ey. Was macht der da? Ja, behindert. Oh Gott. Lol, ey. Ach komm, ey. Niggas. Ey. Boah, ich find die alten Staffeln von South Park sowieso irgendwie geil, ich weiß auch nicht. Was ist los, Jan? Oh! Weißt du, komm? Nee. Na, schau mal das Profilbild an. Auf WhatsApp. Da wirst du sehen, warum. Mann, da ist doch nur Spaß, Junge. Und by the way, steht's hier 1-0 für Liverpool. Was ein Goal. Darüber geht's Video, by the way. Da waren Noah und Jan noch am Diskutieren hier und da passiert das 1-0. Die haben gar nichts davon mitbekommen hier. Gibt's nicht, Mann. Schön, Karius. Ey, das gibt's doch nicht. Wieso spielst du eigentlich mit Dortmund? Hä? Wieso du mit Dortmund spielst? Weil ich mit Liverpool spiele. Ja, keine Ahnung, einfach so für die Serie. Vielleicht spiele ich mit Adidas All-Star, Alter. Ne, die gibt's gar nicht online, ne? Ne. Oh, die Weltauswahl, Alter, mit Rudi Völler. Dritte Liga, schade, dass die Lizenz von der dritten Liga nicht reingekommen ist. Ja, die gehört halt nicht mit zur DFL, ne? Jeder Schuss ein Treffer, was ist hier los, meine Damen und Herren? Es scheint wieder zu laufen, wir sind wieder in der richtigen Spur, FIFA 17. Die Fans rasten aus, die Fans rasten aus. Eine Kopie des 1-0, wunderbar in das lange Ecke schlänzt, da oben rein, da gehört der Ball hin. Und während es jetzt hier 2-0 steht, kann ich doch hier meine Kollegen in der Party fragen, was erwartet ihr denn morgen vom Ligarennen in Ungarn? Ja, dass ich nicht wieder direkt beim Fußball getiert werde. Okay, ja, das kann passieren. Ja, letztendlich, wenn die alle losfahren, dann fahr auch los. Das ist halt scheiße programmiert sowas, das darf noch mal gar nicht passieren. Schon zwei Mal, aber ich hatte das letztens auch beim Testrennen in Ungarn, wo wir da Fahnenrennen gefahren sind. Chris ist losgefahren. In Baku konnte ich wenigstens noch irgendwie nach einer Sekunde starten. Da waren die Ampeln ja 5 Sekunden oder so aus. An, sorry. Überleg mal, krass. Ja, ich weiß eh nicht. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum ich da nicht einfach Ghost bin, wenn ich nicht losfahre. Ja eben, Mann, habe ich auch nicht verstanden. Warum er fährt drauf? Ich hoffe mal, dass ich irgendwie Zweiter werden kann im Rennen. Wenn ich keine Kollision habe. Nee, also da bin ich schon. Da ist er schon. Ist für ihn reserviert. Platz 2. Also gestern, das Rennen ist gut gelaufen. Gestern Abend sind wir noch ein Testrennen gefahren. Habe ich dem guten Jan 40 Sekunden abgenommen.
Ja, ihr fahrt zwei Stopp, oder? Ich versuche ein Stopp doch noch gar nicht trainiert, ey, für das Rennen morgen. Also, ich denke mal, dass ich zwei Stopp fahren werde. Meine Supersoft halten 10, aber meine Mediums nur 15, so. Das hab ich behindert. Was hast du vor zu fahren? Zwei oder drei Stopp? Ich fahr drei Stopp locker. Verlierst ja nicht viel Zeit dadurch, ne? Prozent hast du am Ende mit dem Medium nach 15 Runden. Boah, keine Ahnung, ich habe pro Runde ungefähr 5% Abnutzung, glaube ich. Ja, ich hatte gestern 4, glaube ich. Aber das Setup war auch miserabel. Ja, das Chris hat locker wieder 2 oder 3% pro Runde, Alter. Keine Ahnung. Der fährt ja eine halbe Ewigkeit immer auf den harten Reifen. Der Chris. Also ich würde gerne mal in die Punkte fahren, das ist mein Ziel für morgen. Ja, was war in Dingens los? Da hatte ich wieder ein Netzwerkproblem. Netzwerk und dann aus der Party raus und dann aus dem Spiel rausgeflogen. Mann, Alter. Ich frag mich immer noch, wer mich da in Silverstone gedidost hat. Gedidost? Was heißt das? Welcher Bam. Spaß mit dir? Erzähl uns als Zuschauer, was Didos heißt. Bitte, was ist das? Ja, erklär bitte. Internet weggenommen, gell? Irgendwas Internet geklaut. Ja, erklär doch mal jetzt, Mann. Ich weiß endlich nicht, was das heißt. Wenn du gedidost wirst, schickt jemand so viele Pakete an dein Internet, dass dein Internet überfordert ist quasi damit. Ich weiß nicht genau, wie es erklären soll, aber ungefähr so soll es schon passen. Okay. Und dann ist dein Internet überlastet und dann ist es down. Wer kommt dazu, sowas... Du fragst in die Gruppe, wer es überlastet hat. Und wer kommt dazu, sowas zu machen? Keine Ahnung. Also, ich weiß nur, die brauchen meine IP-Adresse dafür, also daran schickt man das. Ja, das kann man von überall machen. Ja, aber eigentlich nur, wenn du mit jemandem in der Lobby bist. Beziehungsweise, wenn er schon eine IP-Adresse hat. Die IP-Adresse von Leuten kriegst du nicht so leicht. Also, da musst du eigentlich schon in der Lobby von denen sein. Und ich war ja in dem Moment in der F1-Lobby. Hast du gedacht, einer aus der Lobby hätte das gemacht bei dir, oder was? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es einer aus der Lobby war, aber ich weiß nicht, wie es sonst sein könnte. Vielleicht noch. Jungs? Vielleicht war es auch einer von davor, aus der COD-Lobby oder so. Ja. Ja, moin. Mein Master ist gerade abgekackt, Alter. Schon wieder? Ah, zwei. Oh, Digga. Mein Internet ist so. Aber du verlierst da ja auch, also ich spiele ja mit dem Verstärker und dann habe ich, musste ich meinen Verstärker neu mit dem Hauptwlan verbinden. Und dann musste ich das WLAN neu einrichten, weil das ging alles irgendwie nicht. Dann hatte ich auch keine Einladung mehr, weil ich bin danach noch zweimal rausgeflogen. Da müsst ihr euch mehr senden. Chris schickt nochmal 5 Stück. Ja, wir haben uns 7 Einladungen oder so geschickt. Okay. Ich hoffe, dass ich morgen einfach starten kann. Ja, Mann, was ist denn hier los? Boah, krass, Mann. Wir sind bei dem Tottenham weg. Englische Mannschaften liegen dir vielleicht, wer weiß. Hey, okay, jetzt mal ohne Witz. Keine Zufälle. Aber Timo, warum joinst du eigentlich nie nach? Es hätte nichts gebracht, ich war sowieso letzter. Ich bin rausgeflogen und dann hab ich gedacht, hey, komm, scheiß drauf. Aufnahme abgebrochen, das wollen die Zuschauer nicht sehen, sowas. Für was denn? Guck ich da auf dem letzten Platz rum, wenn ich wieder nein, du wärst nicht letzter gewesen. Oder ich war, hatte doch nach der ersten Runde, hatte ich doch komplett Frontflug kaputt. Dank dem geilen Lag. Ich glaube, ich hatte auch irgendwas, hatte auch einen Schaden gehabt, weil ich in der ersten Runde in die Box musste. Ja, Christian hat einen Durchfahrtsschlaf, Flügel kaputt, Mann, den hättest du auch vielleicht kriegen können. Echt, ich war vor Cristiano. Ja. Jo. Ja, ich bin doch Dritter geworden. Ja, ich hoffe, dass ich morgen das Ding wieder aufnehmen kann in Ungarn, dass ich mal wieder ein Rennen hochladen kann, so die Highlights. Oh, Jungs, ich hab's erstmal jemanden geneift. Schön in den Hals rein. Ja, die sterben wenigstens mit einem Messerattacke, ne? Nicht zwei, Alter. Aber davor wurden die auch geboxt. Ja, toll. Oder in Black Ops 2 konntest du die mit dem Schild erschlagen. Das hat schon auch nice. Mit deinem Schutzschild da bist du hingerannt, zack, über die Rübe gehauen. Schon so lustig, wie die da umgekippt sind.
Was für ein Pass, Mann. Ja, wann kam das Schutzschild eigentlich? Das war doch mit MW2 das erste Mal dabei, oder? Black Ops 2 habe ich das ersten Mal gesehen. Also MW Ja, habe ich aber gar ich nicht habe gezockt, immer muss ich noch dazu das sagen. MW, die MW-Teile. Habe ich das. Zimmer. Da hast du Jungs, was hättet ihr verpasst. Bock, heute Abend oder so gegen Nacht noch eine Runde F1 zu spielen? Ja klar, können wir machen. Ja, aber nicht Ungarn, Alter. Klar. Warum? Oh! Gibt es rote Ey, Karte, meine bevor Damen und ich Herren? Ungarn das Liga-Rennen beendet habe, Mann, das ist die größte Dreckstrecke, Alter. Aber ich kann morgen nicht üben, deshalb wollte ich eigentlich heute Abend noch mal üben. So. Ui. Schade. Hey, 03, Alter. Ja, ich hoffe mal, dass die Netzwerkverbindung morgen hält, Mann, dass ich das Rennen über die Bühne kriege, Mann. Ich brauche Punkte, ey. Punkte, Punkte, Punkte. Dass ich wenigstens vorm Kevin bin, Mann. Vor welchem Kevin? Ah ja, vor meinem Ja, Teamkollegen. Wir haben die beide beiden. Vor einen beiden am Punkt. besten. Oder vor beiden, ja, Der eine Mann. Kevin hat 0. Das wäre ja schon bitter, hier mit 0 Punkten da rauszugehen. Okay, ich habe wenigstens einen geholt in Spanien, Mann. Hat Chris mir ganz stolz erzählt, doch Timo, sei nicht traurig, in Spanien hast du deinen ersten Punkt geholt. Ich weiß es gar nicht mehr, ey. War das Rennen echt so gut? Kann ich mich gerade daran erinnern, ey. War das Regenchaos, Alter. Oh ja, stimmt, das habe ich dann zu meinem Vorteil genutzt hier für Platz 10. Der Red Bull im Regen, Junge. Da bin ich ja ganz gut. Zehnter, Mann. Ja, vielleicht regnet es morgen auch, Mann. Das finde ich nice, Alter. Nein, Alter. Bitte kein Regen. Also Leute, drückt die Daumen hier, wenn ihr es gerade seht. Na, warte mal, das ist völliger Quatsch. Die Folge kommt hier nächste Woche oder so erst raus, Mann. Das ist, wir nehmen hier im Voraus auf, Mann. Das kommt ja morgen schon. Also lasst euch nicht beirren. Ja, aber Regen wird das ganze Rennen auf den Kopf stellen, ne? Ja, Aber dann muss doch bitte wirklich nicht. durchregnen. Nee, lass mal, Alter. Regen finde ich Ich nice, hatte Mann. gestern hatte ich so gute Pace auf den Super Soft. Bin ich 1,21er Zeit 3 oder 4 Runden Ah. gefahren. Gut, oh Gott. Aber es war dann ganz am Ende vom Rennen. Und am Ende dann wieder 1,24 oder knapp sogar fast 1,25. Hey, Scheiße, klebt hier am Schuh, ehrlich. Bis die Folge rauskommt, Mann, ist nächstes Wochenende. Ja, Timo, wenn du. Ja, nächstes Wochenende ist kein Liga-Rennen, Da nicht, ne? ne? Weil Brasilien. Oh, der Büki hält aber hier auch die Dinger fest, Mann. Ach, stell gar nicht, hält Nein! er hier fest, Mann. Der Ganz im Lappen. Ernst, was ist das für ein Spast? Er legt sich in eine Ecke, irgendwo ganz hinten in ein Haus rein. Da kommt normalerweise kein Gegner, ne, vorbei. Du kommst Hat er da vorbei. gerade? Natürlich. Ist immer so, Mann. Ich steck mich irgendwo hin, kommt kein Schwanz vorbei und ich bin der einzige Idiot, der dann in den Sniper reinläuft. Boah, Och hält der Gott. den fest, Junge? Als ob, ey. Was haben wir denn heute? 5. November, ne? Zu dem Zeitpunkt. Ey, es kommt bestimmt so nächste Woche raus. Am 12. nächstes Wochenende kommt die Folge raus, Mann. Ich habe noch so viel im Voraus aufgenommen. Hast du das? Noch von Saison 8, Mann, habe ich noch 3 Folgen rauszuhauen. Okay. Ja, Noah, sorry, hab ich schon erbrochen. Keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. Mein Gedächtnis ist so schlecht. Hey, ohne Witz, immer diese Gegner mit ihrem Juggernaut. Immer wenn ich snipen will, haben die Juggernaut. Erklär Warum? bitte kurz für die Zuschauer, was Juggernaut ist. Das ist Nein, ein Jan ist im Extra, was seine. Gegnerteam. Bitte? Oh ja. Das ist ein Extra, das seine Gesundheit erhöht. Okay. Für die, die niemals Black Ops oder ja, COD, MW gezockt haben, der Begriff Juggernaut. Oder auch für unsere neuen Zuschauer. Genau, ich hoffe, es kommen noch ein paar neue dazu. Die Community soll schließlich wachsen, nicht hier stagnieren. Stagnieren heißt, Gleich bleiben. gleich bleiben, richtig. Darüber schreibe ich einen 10-Stunden-Test in Erdkunde. Echt? Oder Stagnation gleich der bleiben.
Stagnation der Konjunkturpolitik, wa? Kommt es teilweise vor. Nee, Bevölkerung. Ah, okay. Komm, Birki! Schön! Abseits! Was? Deutschland nee. Ist so ziemlich die einzige Bevölkerung, die sinkt. Hm? Wobei nein. Unsere Wirtschaft so gut ist. Na, no, eindeutig abseits. Und Nigeria kriegen die alle 9 Kinder, Alter. Alter, fette Lippen, ey, hat der fette Lippen. Bevölkerung, Mann. Aber die Geburtenrate geht ja zurück, Mann. Es gibt später mehr ältere Leute als jüngere Leute. Und die Rentenverteilung. Ja, ich wollte mich mal fragen, warum ist das so, Alter? Das Geld passt von vorne und hinten nicht. Echt so, wird für Sachen ausgegeben, Mann, die man nicht so braucht. Aber dann kommt der Schäuble wieder. Ja, Überschussmilliarden ist für Flüchtlinge reserviert. Ja, Flüchtling, Flüchtlingspaket und da bauen, ist doch kein du Platz mehr, Mann, für neue Häuser. Willst du nicht einen Flüchtling aufnehmen? Als Pate, Junge. Hey, und da feiert Liverpool, Mann, die Saison ist gewonnen, klasse. Der nächste Titel, Mann. Stark. Kann man den Weihnachten auch schmücken? Ja, weiß ich nicht, also. Die, was die manchmal für Ideen haben, ne, die sind doch alle da, die haben da ein Rad ab da oben. Da war doch letztes Mal irgendwie so ein Kinofilm. Ja, ja, da wollte doch die Mutter oder so, wollte doch ein Flüchtling aufnehmen. Oh Gott. Ja, dann, ja, kann ich mir den jetzt auch aussuchen, oder wie läuft das? Beste, ey. Haben sie noch vielleicht einen mit weniger AIDS oder so? Oh Gott. Naja, wollen wir immer zu essen. Alles klar. Kurze Aufnahmepause, Leute, hier an dieser Stelle. Saison 9 geht dann an mich. Titel 3 eingesackt und ja. Dann geht's gleich weiter, Alter, mit Saison 10. Ich spiel nie wieder gegen Jan die Pflaume. Was? 6,5er KD hat der Spaß und ich hab ne 0er KD, 0,2er oder so. Bitte, komm Jan, wo bist du, Digga? Komm, dann Gantugan. In diesem Sinne, Leute, haut rein, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, ciao, ciao.